Damit sie mit ihrem Bauvorhaben vorwärts kommen, muss dieses, wenn man so will, auf zwei Beinen stehen. Der Architektur und der Innenarchitektur. Beide Beine müssen gleich lang sein, wollen sie mit der Zeit Schritt halten. Der Gleichgewichtssinn ist bei Menschen in den Ohren gelagert. Der Bauherr muss auf zwei offene Ohren stoßen. Das des Architekten und das des Innenarchitekten. Tut er das nicht, so leidet das Gleichgewicht des Objekts. Funktionierende Gebäude benötigen auch zwei Augen, zwei Sichtweisen. Die des Architekten und die des Innenarchitekten. Wie beim menschlichen Auge ist es auch hier wichtig, dass beide Augen gleich gut sehen. Ist man auf einem Auge blind, so geht das zulasten der räumlichen Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, dass bei einem gelungenen Bauvorhaben die linke Hand immer wissen muss, was die rechte tut. Am besten funktioniert das, wenn Sie jemanden haben, der beide Disziplinen gleichwertig behandelt, weil er aus beiden Disziplinen besteht. Blocher Blocher Partners.